krank, Digga. Hier auch nochmal Einsatzkräfte, FBI. Guck mal, was passiert, wenn wir in andere Autos reinfahren? Nein! Ey, die Wellen reißen mich runter! Oh mein Gott, Bruder. Oh mein Gott! Der Tsunami hat einfach die komplette Karte überflutet. Yeah, hau den Code auf Ehrenbasis rein. Danke an alle da draußen, die mich hier supporten und teilen. Weil meine Worte in Lines, Creative Code für den Ripe. Ey, Crimex OG, ihr wisst Bescheid. Leute, ein riesiger Tsunami kommt auf uns zu und damit, hey Leute, Crimex hier, herzlich willkommen zurück in GTA 5. Leute, was heute passieren wird, ist geisteskrank und zwar, meine Freunde, überall in den Nachrichten ist es schon zu hören, ein riesiger Tsunami kommt auf Los Santos zu. Wir sind hier mit unserem G-Klasse 6x6 unterwegs und wir müssen uns darauf vorbereiten. Ihr könnt es schon sehen, der Himmel sieht extrem komisch aus, Leute. Die Vögel sind ja schon am Wegfliegen. Es sieht hier wirklich komplett nach einer riesigen Naturkatastrophe aus, meine Freunde. Wenn ihr diese GTA-Mods feiert, zeigt es mir natürlich, wie man mit einem Like verprügt. Jetzt mal hier richtig den Like-Button auf Ehrenbruder-Basis. Ihr wisst Bescheid, meine Freunde. Und ab geht's. Wir haben heute, wie gesagt, einiges vor. Es geht hier direkt los. Und zwar werden wir als allererstes mal zum Strand fahren und uns dort mal genau anschauen, was die Forscher dort sagen, wann der Tsunami hier eintreffen wird. Dann bin ich hier natürlich mit dieser G-Klasse unterwegs, weil ich mir dachte, falls hier wirklich alles überschwemmt sein sollte mit Wasser, dass wir hier überhaupt noch wegkommen, werden wir uns auch noch ein Jetski kaufen. Und das können wir dann hier hinten auf die Ladefläche draufpacken. So, ab geht's. Und wir können den Wagen hier auch noch ein bisschen auftunen, damit der noch mehr aushält. So ein bisschen Panzerung und höher legen und so, ihr wisst Bescheid. Ja, höher legen, diesmal nicht tiefer legen, sondern damit wir besser durchs Wasser durchkommen. Aber ich würde sagen, jetzt geht's hier erstmal ab zum Strand und wir schauen mal, was die Forscher da sagen, was da abgeht, Leute. Ach, so ein Himmel habe ich schon echt. So ein Himmel, meine Freunde, habe ich auch noch nie in GTA gesehen, aber sieht ganz geisteskrank aus. Ich habe echt ein bisschen Schiss, Leute, was heute passieren wird. Auch hier, Leute, geisteskranker Wagen, so ein G-Klasse 6x6, auch absoluter Traumwagen. Den können wir, wie gesagt, gleich noch auftunen. Aber wir schauen uns erstmal an, was hier wirklich, ob der Strand schon abgesperrt ist oder wie schlimm das heute aussehen wird. Hier bei den Bademeisterhütten, hier müsste man doch was sehen, oder? Ah, ja, die passen hier auf jeden Fall schon auf. Ihr seht schon, der Typ ist hier mit einem Fernglas. Wir fragen den mal hier, den Kollegen Schnürschuh, wie es aussieht, ob man schon was weiß, wann der Tsunami hier eintreffen soll. Ey, Chef. Ja, ja, Chef, was sagst du zu dem Tsunami, der bald kommt? Oha, guck mal, der ist voll gereizt. Ja, man merkt schon, die Situation ist angespannt. Aber trotzdem musst du nicht so mit mir reden, ja? Pass mal auf, mit wem du redest, Junge. Ha. Ja, so, friss Staub. Oh, shit, Leute, okay, hier könnt ihr es sehen. Die Einsatzkräfte sind hier schon vor Ort, um Schlimmeres zu verhindern, meine Freunde. Ich glaube, der Strand wird hier auch gleich evakuiert. Alter, Feuerwehr, Polizei, alles hier. Die versuchen hier, glaube ich, noch irgendwie ein paar Barrikaden aufzubauen und irgendwie so viel wie möglich noch zu retten. Aber Leute, ich glaube, das wird so ein Tsunami, was hier heute auf uns zukommt. Da kann man nicht mehr viel retten. So, schau mal, was hier noch so am Strand abgeht. Weil wir wollen uns ja eigentlich hier einen Jetski bei diesem Jetski-Händler hier holen, ne? Mal gucken, ob der gleich überhaupt noch auf hat, wenn hier so viel Personal ist, so viel Einsatzkräfte. Okay, krank. Krank, Digga. Hier auch nochmal Einsatzkräfte, FBI, jeder hier, Leute, bringt euch doch lieber mal in Sicherheit. Du da oben. Ja, du, komm mal von dem Stein runter, Junge. Die wissen, glaube ich, nicht, was hier gleich auf uns zukommt. Ihr könnt hier die Stadt nicht mehr retten, es ist vorbei mit euch. So ein Ding ist das. Wie viel Uhr haben wir? Wir haben jetzt gerade 13:30 Uhr. Okay, wir müssen uns beeilen. Die Forscher sagen, gegen 20 Uhr soll es hier losgehen mit dem Tsunami. Da soll der Tsunami die Küste von Los Santos erreichen. Bis dahin würde ich sagen, machen wir unser Wagen noch ein bisschen wasserdicht und werden uns dann hier noch einen Jetski kaufen. Ab geht's. Ich wollte euch das hier einfach nur mal zeigen. Holy moly. Das sieht echt nicht cool aus, was hier abgeht. Oh shit, Leute. Ich habe auch so Bock, diesen Wagen aufzutunen. Ab geht's ins LS Customs, Leute. Einfach ein G-Klasse 6x6, Leute. Wisst ihr, wie teuer diese Teile sind? Kosten über 1 Million, die sind richtig geisteskrank. Oh mein Gott, Leute, was haben wir hier für ein Monster erschaffen? Holy moly. Okay, ich würde sagen, ab geht's raus. Oh shit. Leute, okay, ihr seht schon, es fängt mittlerweile hier schon an zu gewittern. Der Tsunami kommt immer näher. Wir müssen uns beeilen. Wir müssen uns jetzt richtig beeilen. Es wird langsam dunkel. Oh mein Gott, habt ihr den Blitz da hinten gesehen, der da eingeschlagen ist? Ich mach mal hier die Flutlichter an. Ja, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Wagen, um hier die Apokalypse zu überleben. Ja, mach mal lieber dein Cabrio zu, Leute. Guck mal, was passiert, wenn wir in andere Autos reinfahren. Oh mein Gott. Oh mein Gott, unser Wagen ist ein Monster. Guckt euch das mal an. Boom. Wie die anderen Autos zerfetzt werden davon.
Zeit läuft uns davon, bevor der Tsunami hier rein... Alter, was, Digga, das... Also ihr könnt mir nicht erzählen, dass diese Blitze hier normal sind. Ich glaube, das ist gefühlt das Ende der Welt. So ein Ding ist das. Das ist nicht 2012, wo die Welt untergehen soll, sondern 2020. Die Zeichen sind doch glasklar, Leute. Hier, die Rettungskräfte sind alle immer noch hier vor Ort. Wir werden uns jetzt hier bei diesem Jetski-Händler ein Jetski noch kaufen. Und dann flüchten wir uns auch in unsere Villa, Leute. Die liegt ja zum Glück ganz, relativ hoch. Und wenn der Tsunami nicht allzu schlimm ist, dann werden wir es allein da überstehen. Okay, wir machen mal hier den Test, ob hier der Motor kaputt geht. Aber Leute, ihr seht, allein hier durch dieses Becken können wir problemlos durchfahren. So, okay. So, wir kaufen jetzt hier, solange es noch geht, natürlich einen Jetski. Ich schnapp uns hier schnell einen Jetski. Und ich habe da so einen Plan, wie das klappen könnte. Wie wir damit den Jetski transportieren können. Ansonsten müssen wir uns den irgendwie im Notfall liefern lassen oder so, ich weiß auch nicht. Okay, Leute, ich habe mich hier leider ein bisschen verkalkuliert. Da hinten passt leider kein Jetski rauf. Deswegen würde ich jetzt sagen, was sagt die Uhr? Was sagt die Uhr? 14 Uhr, okay. Wir hauen jetzt einfach mal schnell ab zu uns wieder in die Villa, Leute. Ihr wisst ja, wir wohnen auf so einem Berg. Das sollten, wenn alles gut läuft, die Wellen nicht hinkommen. Aber weiß jetzt noch nicht so. Je nachdem, wie stark die Wellen jetzt sein werden. Egal, wir flüchten jetzt erstmal wieder in unsere Villa und lassen uns das Jetski einfach dahin liefern. Ich glaube, das ist die beste Idee, meine Freunde. Alle aus dem Weg hier. Ja, die G-Klasse ist einfach so ein Panzer. Schau mal, wenn wir auf eine normale G-Klasse drauf fahren. Guck mal, wie die aussieht. Boom. Einfach komplett zerstört. Die anderen Autos haben gar keine Chance gegen meinen Monster-Truck hier. Okay, meine Freunde, es ist soweit. Der Tsunami hat die Stadt erreicht. Wir schauen mal, wie das Ganze aussieht. Und oh mein Gott, Leute. Ihr könnt schon hier unten die Wellen sehen. Der komplette Strand ist schon überschwemmt. Man sieht da nur noch so ein paar... Warte mal, komm, wir zoomen mal ein bisschen ran. Man sieht hier nur noch die Spitzen der Palmen. Und das Ding ist, Leute, die Wissenschaftler haben gesagt, der Tsunami wird noch schlimmer werden. Für alle Fälle haben wir hier auf Ehre unser Jetski mal geliefert bekommen. Okay, meine Freunde, wir werden uns das jetzt mal aus der Nähe anschauen. Falls ihr euch fragt, warum unsere G-Klasse gerade anders aussieht. Irgendwie ist der andere Wagen gerade nicht mehr angesprungen. Da musste ich schnell einen neuen besorgen. Keine Ahnung. Aber ich glaube, die G-Klasse hier, der G-Klasse 6x6, tut's auch fürs Erste. Ey, wenn die sagen, der Tsunami wird noch schlimmer, holy moly, was, wie soll das enden? Wir gucken mal, wie weit wir hier überhaupt... Ach, du Kacke. Wie gesagt, es wird immer schlimmer, umso später es wird. Wir schauen uns das Ganze mal hier aus der Nähe an. Der Tsunami ist in Los Santos, meine Freunde. Oh. Okay, die Wellen schlagen hier schon gegen den Wagen, aber... Oh. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott, okay. Okay, und der Wagen ist abgesoffen. Und der Wagen ist schon abgesoffen, weil er nicht getunt ist. Nein! Ey, die Wellen reißen mich runter! Oh, ey! Oh mein Gott, Digga, wie sollen wir das überleben? Der Wagen springt nicht mehr an. Der Wagen springt nicht mehr an. Ich muss hier raus, Bruder. Franklin! Ey! Oh mein Gott. Wir müssen ganz schnell das Jetski holen und weg hier. Wenn das hier noch schlimmer wird. Ach du Kacke. Ach du Scheiße, die Wellen werden immer höher. Die Stadt ist komplett verloren, Digga. Das könnt ihr komplett vergessen, dass hier noch irgendwas geht. Oh mein Gott, schaut euch mal bitte hier alles an, wie das aussieht. Die Stadt hier ein bisschen, sieht man noch im Hintergrund, ist sehr, sehr schlechte Sichtverhältnisse. Wir gucken mal, ob wir uns vielleicht mit dem Jetski die Stadt anschauen können. Je nachdem, ob wir das überleben. Ich weiß es nicht, Leute. Keine Ahnung. So, und ab. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott. Oh nein, Palme vor uns. Okay, wenn wir hier runterfliegen, ist es komplett vorbei, Leute. Ey, was passiert hier, Digga? Ey, Bruder, ihr merkt es voll, ich bin immer vorne. Was passiert hier, Digga? Oh mein Gott, die Wellen werden auch immer höher. Also sowas habe ich noch nicht gesehen. Ich glaube, wir müssen uns gleich mal ein U-Boot schnappen wieder. Ey, wie sieht das Ganze jetzt unter Wasser aus? Da sind doch bestimmt auch die ganzen Menschen und Autos unter Wasser. Oh mein Gott, Bruder. Ey, ich sag euch Real Talk, was hier passiert, ist zu krank. Es ist zu krank. Oh, hier ist sogar noch ein bisschen Straße, kann man hier sehen. Hier sind die Autos. Nein, die anderen Autofahrer, die anderen Menschen. Ey, wir müssen irgendwas machen, um die anderen zu retten. Wir müssen irgendwas machen, um ein paar Menschen retten zu können. Okay, meine Freunde. Es ist jetzt eine Woche vergangen. Wir sind hier gerade auf einer Expedition. Ihr könnt es sehen. Es ist am helllichsten Tag, aber trotzdem ist es dunkel. Weil der Tsunami hat einfach die komplette Karte überflutet. Die komplette Karte. Es gibt nur noch einen einzigen Ort, wo das Wasser noch nicht hingekommen ist. Und das ist der Mount Chiliad. Ihr könnt hier überall Autos noch sehen. Die Stadt, wie sie verlassen wurde. Komplett geisteskrank.
Wir müssen hier einfach mal nach oben kommen, weil ihr seht, es ist dunkel, weil es einfach so tief ist, Digga. Wir schwimmen jetzt einfach mal nach oben. Ich möchte euch einfach mal zeigen, wie das von oben aussieht. Weil man sieht einfach nichts mehr, außer die Spitze des Mount Chiliad. Es ist komplett geisteskrank. Eine Woche ist vergangen. Und ihr seht es. Die komplette GTA-Karte wurde mit Wasser überschwemmt. Es ist nichts mehr übrig, außer die Spitze des Mount Chiliad. Das ist das hier vorne, meine Freunde. Da schwimmen wir einfach mal hin, Leute. Das hier ist die Spitze des Mount Chiliad da vorne. Fetzen wir mal kurz mit unserem Speedboat hin. Aber ja, wie ihr sehen könnt, es ist einfach sonst nichts mehr übrig. Einfach die komplette Karte wurde überschwemmt. Es ist geisteskrank. Wir schauen uns das jetzt nochmal von nahem an, meine Freunde. Die Spitze des Mount Chiliad ist nur noch übrig. Ansonsten ist alles weg. Alles ist weg. Wir stellen uns jetzt hier mal wirklich auf die Spitze drauf und gucken mal, wie das komplett um uns herum aussieht, weil ich bin ehrlich, das habe ich auch noch nie gesehen, dass in GTA einfach wirklich nichts mehr übrig ist. Holy moly, hier steig mal aus, Bruder. Oh, oh, es gibt hier Überlebende, Leute. Die Paulberger haben sich auch hier gerettet. Die Paulberger haben sich gerettet. So, wir stellen uns jetzt mal hier oben hin und gucken mal, wie das hier um uns herum aussieht. Oh mein Gott, Bruder. Oh mein Gott, es ist nichts mehr übrig. Ihr wisst, Leute, wo wir eigentlich gerade sind, hier auf der Spitze des Mount Chiliad. So sieht die Karte normalerweise aus, aber man sieht halt einfach nichts mehr davon. Leute, das ist der heftigste Tsunami aller Zeiten in GTA 5 gewesen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen, auch wenn vielleicht ein paar komische Cuts drin waren, weil andauernd ist, weil die Mod war einfach zu krass. GTA ist immer mal wieder abgestürzt. Leute, lasst einfach mal ein Like und ein Abo da. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis dann, haut rein, Leute. Euer Kramix.